Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Ankündigung, kurzen Zusammenfassung der Lage. Morgen Abend geht es halt weiter, also Samstagabend um 19 Uhr geht es in die große Offensive. Und ich wollte euch ein paar personenspezifische Sachen rübergeben kurz. Wir haben den Generalstab leicht abgeändert. Erstmal die guten Neuigkeiten. Wir haben den Kronprinz Parker zurückgeholt aus dem Ferienlager. Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, nachdem was mit England so hervorragend geklappt hat im 37, aber dann doch nicht geklappt hat, so ganz wie wir uns das vorgestellt hatten, wurde, obwohl Kronprinz Parker völlig nichts damit zu tun hatte, wurde er von der persönlichen kaiserlichen Ferienpolizei in den Urlaub geschickt, kurz. Und der ist auf jeden Fall morgen wieder da. Warum ist der morgen wieder da? Das hat jetzt ein paar mehrere Gründe, falls es einen interessiert. Und zwar, das ist noch unser Laden, wir bekommen gleich einen Bildschirm mit der Übersichtskarte. Ja, auf jeden Fall die finnische Armee, wo der schöne finnische Baron drin sitzt, der Bettelmeister, der letztens, als wir Russland erobert haben, der Meinung war, dass die finnische Armee das gemacht hatte. Ja, da ist er schon mal auf die Liste der VIPs gekommen bei mir. Der hat ja letztens mal sehr tapfer mit seinen Soldaten versucht, die Asienfront zu clearen. Ihr wisst schon, mit den deutschen Panzern der deutschen Luftwaffe gegen die Leute, die nur Speere in der Hand haben. Und hat es auch sehr gut gemacht, ist an die Hauptstadt rangekommen von den Wilden und war alles ganz hervorragend gemacht und so weiter. Aber sie noch nicht gebrochen, weil die Hauptstadt dann umverlegt haben und noch am Leben sind. Nur ist unglücklicherweise in diesem gleichen Zeitraum alle Kolonien des Deutschen Reiches, des Reichspakts, über den Jordan gegangen. Weswegen ganz nebenbei der Anführer von der Ostdeutsch-Indien, Ostdeutsch-Indien, der ostdeutschen Asien-ostdeutschen Kolonien, ostdeutschen, ostasiatischen deutschen Kolonien, Alamo, der ist auch erstmal im Urlaub am Samstag, ja. Der hat seine Kolonien verloren und ist jetzt erstmal kurz im Urlaub. Ferienpolizei hat ihm auch Bescheid gesagt. Der unten in die anderen Kolonien, die gerade die Hälfte ihrer Ländereien bei Singapur verloren haben, der ist am Samstag auch in Urlaub. Auch von der Ferienpolizei gern begleitet ins neue Ferienlager. Und lange Rede, kurzer Sinn, da der gute Baron Bettelmeister von Finnland das noch nicht ganz in Hand bekommen hat, habe ich überlegt, dass ich ihm ein bisschen Support schicke als Dankeschön. Und zwar haben wir ihm jetzt den Kronprinz Parker aus dem Ferienlager zurückgeholt. Und sagen wir es mal so, es gab im Chat zwei, drei nette Kommentare bezüglich Parker. Da wurde vorgeschlagen von gewissen Anhängern des Parkers, er soll doch bitte Präsident werden im Reichspakt. Und kurze Zeit später schon wurde vorgeschlagen, er sollte Kaiser werden. Ich weiß auf jeden Fall eine gute, sichere Thronfolge sehr, sehr zu schätzen. Und da bin ich da auch nicht negativ gegenüber eingestellt gewesen, als ich das gelesen habe als Kaiser. Aber ich muss mal so ausdrücken. Meine Ferienpolizei ist jetzt auf jeden Fall den Kronprinz Parker, der nicht mehr wirklich Kronprinz jetzt ist, am supporten, wenn der in Finnland zusammen, also Asien, zusammen mit dem finnischen Baron, die Asienfront macht. Und das ist ganz simpel. Wer von den zu beiden zuerst die Hauptstadt dieser Wilden in Asien erobert, der muss nicht kurz in den Urlaub entspannen gehen mit der Ferienpolizei. Der darf tatsächlich beim Kommando in Asien bleiben. Eine ganz simple Sache. Also von daher ist alles geregelt. Die Thronfolge ist geregelt. Die Generäle sind wieder an der Front. Alle sind glücklich. Ist wirklich ein Friede, Freude, Eierkuchen im Reichspakt. Und ich kann das nur jedem ans Herz legen, sich den Samstagspieltag anzugucken. Ich gebe euch jetzt mal die Lage nochmal kurz mit einer Karte. Und ja, also wie gesagt, Samstag 19 Uhr geht die Geschichte los. Parker und Battlemeister haben das Kommando in Ostasien. Und werden den Wilden jetzt mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann gucken wir uns die Sache gerne mal an. Wie gesagt, meine persönliche Ferienpolizei ist auf jeden Fall den Parker am Supporten, ja. Ne? Weil wir wollen ja nicht, dass den zukünftigen Kaiser, wenn ich irgendwann mal abtreten sollte, irgendwas passiert, ja. Das wollen wir ja nicht. Von daher bin ich den auf jeden Fall am Supporten da. Und hier ist die Lage. Hier vorne ist halt diese Wilden-Geschichte, diese Fengtian-Leute, die halt nur Speere, wenn ihr mich fragt, eine Hand haben. Was anderes kann das gar nicht sein da. Und hier warten wir halt noch darauf, dass die hier durchpanschen, die kaputt machen, die Kolonien zurückholen. Und wie gesagt, hier unten, den haben wir halt, der ist jetzt Schwundibus, der hier unten die deutschen Kolonien hat, weil die fast nicht mehr existieren. Das heißt, die gehen also hier, machen den tot, erobern die zurück, befreien die, erobern das, was im Weg liegt und das, wenn da noch was über ist, holen die auch zurück ins Reich. Und wer auch immer von den beiden zuerst die Hauptstadt von Fengtian geholt hat, der kriegt das Oberkommando über die Asienfront. Also, das ist der Stand der Dinge für morgen Abend. Wir sind alle herzlich willkommen, euch das anzuschauen. Für die Europafront, ja, da passiert wahrscheinlich nicht viel. Ich werde morgen erstmal mich mit einem Kaffee und braunen Zucker ins Büro setzen und gucken, wie das mit der Rakete und der Bombe funktioniert. Und werde einfach in Ruhe Entwicklung durchführen. Der Kaiser ist halt ein Forscher, kann ich nur sagen, an der Stelle. Der neue Kaiser. Ne? Wir entwickeln mal schöne Sachen, die Bumm machen. Und ansonsten ist überall Stillstand. Ich habe Parker übrigens gefragt, weil er eben über die USA geflogen ist, ob der eine Idee hat, wie wir die USA von dem Gesindel hier befreien können. Also ich meine, da ist ja Frankreich und Kanada, ja. Gerade Kanada hat die USA übernommen zum Großteil.
ob die, also ich versuche, im Pentagon haben die wahrscheinlich keine Kriegspläne, was passiert, wenn die Kanadier die USA übernehmen. Also die planen bestimmt eine ganze Menge im Pentagon, aber ich glaube nicht, dass sie so utopische Pläne in Erwägung ziehen von anderen Ländern. Aber trotzdem, ne, ich habe ein paar Mal gefragt, ob er da auch eine Idee hat über die Ostküste von denen holen können. Aber da muss er erstmal die Asiengeschichte überleben, gegen den Feind natürlich. Und ja, und das ist halt der Stand der Dinge, was morgen in Angriff genommen wird. Ach, den wahnsinnigen Brasilianer, der sich auch den Krieg erklärt, da müssen wir auch noch gucken, was wir mit dem anstellen. Machen wir erstmal langsam weiter. Der Panzerhörnchen, der einzige wirklich, der keine Ferienpolizei braucht, um Arbeit durchzuführen. Wo man halt sagen muss, die Front bei Suez, als die deutschen Panzer mit der kaiserlichen Flagge kamen, sind die das erste Mal hier erfolgreich durchgepusht, sonst haben die hier Stillstand gemacht. Er hat mir ja ursprünglich erzählt, so stand das in Depeschen drin, dass er da einfach nicht durchkommt im Wasser. Als dann die Panzerbeobachter da waren, ist er sofort durchgekommen. Ich bin ja nicht, also ne, nichts Verfolgungswahn und so. Man muss halt sagen, der Moralboost des Kaisers war anscheinend sehr, sehr stark da an der Stelle, als die Panzer des Kaisers da waren. In jedem Fall sind wir jetzt hier durch und Panzerhörnchen hat jetzt die Nordafrika-Front hier vorne erinnert, wo unter dem Rommel und dem Kommando von Erwin Rommel werden die deutschen Panzer hier mit dem Support eben vom Panzerhörnchens ukrainischer Infanterie und tun die jetzt eben hier Nordafrika und vielleicht ganz Afrika kontesten. Das ist die Afrika-Front zumindest. Ja, nicht sicher, wer und was hier vorne arbeitet. Da war auch noch irgendeiner. Ich glaube, der Keks arbeitet da. Ja, nicht der Keks, sondern der heißt auch Keks. Ich fand das auch sehr verwirrend. Weil wenn das der Keks wäre, dann würde der wahrscheinlich hier sich in den Bunkern einnisten, auch wenn er kein Feind ist. Aber es ist ein anderer Keks und der ist hier in dem Iran ist unterwegs. Wahrscheinlich wird der hier die Front weiter pushen gegen Richtung Indien. Zur Erinnerung, wir sind immer noch im Krieg gegen die gesamte Welt, dass ihr da auch informiert seid. Ne? Alle wissen das nicht zu schätzen, dass der deutsche Kaiser die Welt zivilisieren will. Ja? Im Reichspark selbst ist das wohl unumstritten, wie ihr gemerkt habt. Ne, da wird nur über die Thronfolge gesprochen, aber da sagt ja keiner, dass sie den Kaiser absetzen wollen dafür. Also von da ist es wirklich nur der Rest der Welt, der das nicht begreift, dass der Kaiser das Richtige für die Welt ist. Und ja, ihr seht schon, das ist alles am Laufen, die Geschichte. Und morgen Abend räumen wir dann die Reste der Ungläubigen weg. Ungläubig einfach, weil ne, Kaiser von Gottes Gnaden, ihr wisst schon, von daher glauben die halt nicht an Gott, sonst würden die an den Kaiser glauben. Ist eine ganz simple Logik, finde ich. Und ja, morgen Abend klären wir das dann endgültig. Achso, vielleicht noch hier vorne, wo wir das gelbe Getüm sehen, die Two Sicilies. Die haben sich uns angeschlossen, die haben quasi Italien mit unserer Hilfe gecleared, vereinigt und uns angeschlossen. Ja, das muss man einfach mal so sagen, das war ein ganz feiner Zug von denen. Das ist unser neuester Zugang in den Reichspakt, ja, die den Kaiser huldigen. Was ist das da? Soll da der Papst wohnen oder was? Ja, das macht irgendwie keinen Sinn, dass die noch nicht bei uns sind. Weil wie gesagt, Kaiser von Gottes Gnaden, gerade der Papst sollte das begreifen, ja. Also da ist wohl ein Missverständnis. Das ist nicht der echte Papst, der da drin sitzt, das ist ein Pretender. Ja, also der. Sonst wäre er halt im Reichspakt, ja, wenn das halt. Wenn er zu einen Draht zu Gott hätte, sonst passt das ja nicht. Also das werden wir sicher morgen auch klären. So ein Frevel geht gar nicht. Das wird morgen ausgemerzt. Vielleicht kann ich eine meiner neuen Bomben da abwerfen. Mal gucken. Also das werden wir morgen klären. Das ist ja eklig hier. Außerdem sieht das auch hässlich aus in der Farbe. So, ja, das war der Stand der Dinge. Morgen 19 Uhr im Twitch-Livestream geht's dann los. Und ich bin schon gespannt, wie der Tag ausgehen wird. In dem Sinne, ciao, ciao.